Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schaut, wie ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Terrorzähmen leicht gemacht und um das Mount Spross von Torkali. Und das bekommen wir quasi dann, wenn wir dementsprechend hier das Achievement einmal fertig gespielt haben. Was für ein Achievement ist das genau? Und zwar ist das ein Horden-Achievement, das wir hier unten in dem Lager absolvieren können. Und zwar bin ich hier auf den Koordinaten 58, 41 in Zuldazar. Und dort können wir uns das Hordenspiel erspielen. Man soll es anscheinend auch mit dem Alichar reiten können. Was müssen wir jetzt machen? Und zwar haben wir insgesamt 5 Steps vom Achievement offen, wo wir quasi dieses Terrorhorn hier aufziehen müssen. Es ist ähnlich wie bei dem bei dem Flugviech, was da ein paar Meter weiter oben bei Parku gibt. Dort ist es auch so, dass wir uns immer wieder um das kümmern müssen, den Balken füllen müssen und dann sind wir irgendwann fertig und bekommen unser Mount. Wichtig zu wissen ist, die ersten 3 Steps hier, die konnte man schon vor 8.2 spielen. Die werdet ihr, wenn ihr hier durchgequestet habt, auch schon haben. Da müsst ihr einfach hier auch in dem Lager ein paar Quests machen und bekommt diese Schritte einmal schon angerechnet. Ich hatte sie, wie gesagt, vor 8.2 schon und jetzt dementsprechend mit dem Patch können wir jetzt die letzten beiden angehen und können dann uns das Mount erspielen. Ich habe jetzt den Balken hier schon relativ weit gefüllt und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach die Endquest zusammen an. Und zwar quatschen wir jetzt mit ihm und jetzt müssen wir hier ein bisschen mit ihm spielen. Das ist eine relativ leichte Geschichte und zwar werfen wir einfach immer so ein Dino hin und her und der sammelt den dann auf und ja, wir müssen ihn dann quasi wieder anklicken und können ihn wieder werfen. Es sind so kleine Minigames. Es gibt dann andere Geschichten, wo du lostigern musst und ihn vor irgendeiner Gefahr retten. Das ist wie bei diesem, ich nenne das wie bei diesem Parku-Viech quasi, dass du dann auch hier in verschiedenen Zonen retten musstest. Hier unten ist eine, hier oben ist eine, hier irgendwie ist noch eine. Also das ist eigentlich auch immer relativ simpel. Dann hat man noch so eine Geschichte, dass man ihn füttern muss. Dann gibt es quasi da oben so einen Händler, der wird einem dann auch angezeigt. Der verkauft dann verschiedene Mahlzeiten quasi, so eine kleine, eine große und eine mittlere. Und je nachdem, wie groß euer Viech ist, müsst ihr halt die verschiedenen Mahlzeiten dreimal kaufen und ihn dann füttern. Also das ist hier alles immer nichts Kompliziertes. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, das ist halt eine Daily-Geschichte. Heißt, ihr kriegt das Mount halt erst, wenn ihr mehrere Tage hier dort wart und mit ihm rumgespielt habt. Ich glaube, es müsste auch etwa so ein Monat sein. Ähnlich wie bei dem Parku-Viech, was ein paar Etagen höher zu holen gibt. So, jetzt haben wir genug mit ihm gespielt. Können hier einmal die Quest abgeben. Bekommen jetzt eine zweite Quest, das ist eigentlich immer so. Und jetzt müssen wir Futter für ihn kaufen. Und ich glaube, ich bin jetzt schon auf dem Stand, dass ich das große Futter brauche. Und zwar haben wir hier das für den Welpen, dann hier das mittlere und da ist das große. Und da brauchen wir immer 3 Futterpacks quasi. Die kaufen wir einmal ein, fliegen dann wieder runter und füttern ihn quasi einfach ein bisschen. Wenn ihr das falsche Food gekauft habt, dann habt ihr hier keinen Dialog und dann könnt ihr dementsprechend auch nicht mit ihm interagieren. So, jetzt ist der Balken voll und ich bekomme jetzt eine andere Quest. Und zwar müssen wir jetzt einen Terrorhorn-Sattel einmal holen. Und zwar bekommen wir den Terrorhorn-Sattel einmal da oben. Wo haben wir ihn denn? Hier, Terrorhorn-Sattel. Zack, Sattel haben wir aufgehoben. Ich habe jetzt hier, glaube ich, gar keinen Sound an, stelle ich gerade fest. Weil jetzt bis gerade mit dem Alicharm Raid und hab den jetzt, ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, halt, ich muss mein Viecher noch füttern. So, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir mit Torkali sprechen. Das scheint jetzt hier so die Endquest zu sein. Ich kenne die Story auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Also, für wie ihr das Mount bekommt, wisst ihr jetzt quasi alles. Ihr könnt jetzt gerne auch dranbleiben und mit mir zusammen die Endquest durchspielen. Oder wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann auch gerne abschalten. Mehr ist es nicht, was ihr für das Achievement braucht, beziehungsweise für das Mount dann. Schauen wir mal, was wir jetzt hier noch machen müssen. Einmal Quest abgeben. Und jetzt müssen wir uns mit einem im Nasmir treffen. Und da fliegen wir jetzt mal rüber. Ah, hier ganz am Rand ist der. Es gab quasi der Step hier davor, ne? Torkalis Segen. Das war auch schon so eine Story-Quest. Und zwar musste man da auch das Viech einmal komplett hochpäppeln, dass man den Balken einmal nach oben gespielt hat. Und sobald man das hatte, musste man ja so verschiedene Schreine in ganz Zuldazar quasi hier einmal wieder aufbauen. Also die Schreine von Torkali und das waren mehrere Quests. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es hier ähnlich sein wird, dass man jetzt einfach ein paar Quests hat und am Ende das Mount kriegt.
Zumindest hoffe ich das, dass ich dann nicht nochmal dass ich dann nicht nochmal mehr Daily spielen muss, dass ich mal durch bin. Denn ich bin so jemand, der vergisst das ganz gern mal. Und dann zieht sich sowas natürlich immer länger. Ich habe lieber so Sachen, die ich einmal hingehe, die dann von mir aus auch einigermaßen zeitintensiv sind. Das ist jetzt nicht so schlimm. Bloß, dass ich sie dann auf einmal fertig mache. Diese Geschichte, dass ich jeden Tag ein bisschen was nur machen kann, ja, finde ich ein bisschen nervig. Wobei andererseits bei manchen Ruffraktionen hat man sich dran gewöhnt, ne, dass es so ist. So mit diesem guten alten Daily-System. Aber solche Sachen hätte ich lieber gerne auf einmal durchgezogen. Dann muss ich nicht immer dran denken, ah, hier mit dem Hordenschar muss ich ja auch noch einloggen und das machen. So, was haben wir denn jetzt hier? Den Typen haben wir gefunden und hier ist eine Karawane. Die müssen wir jetzt wahrscheinlich beschützen. Ah, da ist sogar unser kleiner Spross. Sattel, okay. Sattel ist drauf. Oh, okay. Und jetzt müssen wir die hier umnatzen, so wie es aussieht. Den Pfad müssen wir freiräumen, okay. Wahrscheinlich charge der dann da durch, schätze ich mal, oder? Kann ich die auch schon pullen? Oh, ich habe mit dem Inka geskillt, sehe ich gerade. Oh, der hat aber viel Life, ne? Warte mal, müssen wir mit dem irgendwie sprechen, dass der uns hilft? Oder stehen da so ein bisschen nutzlos rum? Kann das sein? Ach, ich muss da aufspringen. Ach. Kann die. Ah, ich kann die so kaputt machen. Ich kann da durchchargen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt doch da nicht. Weil die haben halt schon relativ viel Life, ne? Ah, schau mal, das Ding habe ich kaputt gemacht. Ah, das muss ich wegchargen. Ich habe mir schon fast sowas gedacht. Hornstoß? Ah, jetzt ist es umgeflogen, okay. Aber ich kann mich nicht heilen, ne? Ach, da doch, damit heile ich mich quasi, okay. Ja, gut. Ist er jetzt resettet? Nein, oder? Sag mir bitte nicht, dass er jetzt resettet hier. Ach komm. Er ist halt resettet, ne? Also, so seht ihr gleich schon, wie man es nicht macht. Jetzt caste ich mal das durch. Das heilt mich wieder, oder? Schätze ich mal. Okay, das heilt mich relativ gering. Okay, man sollte hier definitiv nicht alle pullen. Okay, den hat's weggescheppert. Und zwar ordentlich. Ja, okay. Da wollte wieder zu viel der Tiller. Aber es macht relativ gut Schaden, ne, der Charge. Da kannst du nichts sagen. So, jetzt drücken wir mal die Heilung durch. Wie ist denn das mit der Karawane? Die bewegt sich jetzt hier nicht, ne? Also ich schätze mal, ich muss erstmal alles freiräumen, bevor die Karawane dann weiterläuft. Aber das ist jetzt auch noch nicht die Quest, wo man das Mount kriegt, ne? Anscheinend sind es noch mehrere Quests, die man hier machen muss. Und die schauen wir uns jetzt einfach alle zusammen an. Und ja, dann wird das jetzt quasi so gegliedert. Der erste Teil war der Guide und der zweite Teil ist so, hat so einen RLP-Charakter hier an der Stelle. Okay, ich glaube, da muss ich nur einiges killen, so wie das aussieht. Warte mal, bringen die überhaupt Punkte, wenn ich die hier töte? Doch, 1% bringen sie. Also die großen Punkte bringen quasi diese Dinger hier kaputt machen, so wie es scheint. Den Pfad freiräumen. Jetzt bin ich aber schon ganz schön beschadet. Schauen wir mal, dass wir uns nochmal hochrecken. Naja, wenn ich nicht im Combat bin, heilt es doch relativ viel. Ich glaube, ich muss hier gar nicht alle Mobs töten, ne? Das müsste eigentlich so reichen. So, das haben wir auch weggehauen. Da hinten sind ja noch mehr Barrieren. Also, schau mal, ich bin schon bei 94%. Das müsste eigentlich easy ausgehen. Ich habe jetzt nicht mehr alle Sachen gekillt. Das noch kaputt chargen. Okay, ach so, der Berg hat meinen Charge verhindert. Interessant. Nee, aber ich bin ganz froh, dass ich dann hier durch bin. Das waren jetzt ein knapper Monat, wo ich hier die Saves gemacht habe. Achso, ich muss irgendwie so einen Schrecken töten da hinten. Oh, das ist ein großer Dino. Der hat aber viel Life. Jetzt heilen wir uns nochmal einmal hoch und dann hauen wir den mal um hier. Komm her. Och, da war der Charge zu kurz. Ja gut, aber ich mache 200k Schaden mit einem Hit, ne? Aber der Charge macht gar nicht so viel.
Ich hab gedacht, dass der Charge besser ist. Was kriegt das? Ah, ein bisschen Schaden kriegt er schon rein. Also ich habe auf jeden Fall mehr DPS raus, als wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt so mit dem Bären draufhauen würde. Ich glaube, 200k DPS schaffe ich sonst nicht. Ja gut, wenn er dich zurückkickt, dann kann ich ihm wieder. Jetzt viert er mich, oder? Ah, shit, okay, er viert mich damit. Soll ich mich heilen oder soll ich durchziehen? Na komm, jetzt heilen wir uns einmal. Safety first. Ich sollte da bloß nicht ins Nirvana runterchargen. Ach so, das betäubt ihn. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Aber jetzt kann ich den mal durchziehen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas gegen den 4 machen kann. Vielleicht die Geschichte? Heilt euch alle Gegner innerhalb von 10 Meter Schaden zu. Ach, warte mal, das fügt auch Gegnern Schaden zu? Wie viel macht denn das? 100k macht das Schaden. Naja, gut. Ist nicht so krass. Da macht das andere hier mehr mit 200k, ne? Und ich glaube, das tickt als auch nicht so schnell. So, wir haben ihn umgeboxt und jetzt haben wir die Karawane durchgebracht. Aber das war noch nicht die Endquest, ne? Jetzt sind wir einmal hier in dem Lager. Alles ausgerottet, das sieht gut aus. So, nächste Quest. Ah, sprecht mit Torkali, wo ist der? Steht der da hinten jetzt? Aha, das. Okay. Das ist halt schon echt riesig, ne? Ich dachte immer, Horridon ist dieser Dreihorn-Lore, aber anscheinend ist es Torkali. So, jetzt kriegen wir hier unser Mount. Zack, Achievement haben wir fertig. Wie ihr seht. Aber wie gesagt, Horden-only Achievement. Als Ali kannst du das nicht machen, da ist das noch nicht drin. Und ich habe den Spross von Torkali hier. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Hier. 593 Mounts haben wir jetzt damit. Ja, ist ein schickes Dreihorn auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall eine schönere Farbgebung als die aus hier Mist of Pandaria. Die waren alle ein bisschen so eintönig. Das hat jetzt hier quasi noch so Streifen drin. Also, ich bin jetzt nicht so der Riesen-Dreihorn-Fan, aber ja, schaut nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir gleich mal parallel nochmal auf meinen Alicja und gucken, ob ich das auch reiten kann. Tor Kali, so hieß es. Genau da ist es drin. Und ihr seht. Mit dem Alicja kann man es sich nicht erspielen, aber ich kann quasi aufmounten, wenn ihr es mit dem Hordenchar gespielt habt. Gear braucht ihr nicht wirklich dafür, ihr braucht bloß, ich schätze mal, 120er Char braucht ihr auf der Hordenseite und dann müsst ihr halt da, ja, wie gesagt, etwa einen Monat oder so habe ich da jetzt Dailies gemacht, sowas um den Dreh rum. Gut, das war soweit der kleine Achievement Guide und Mount Guide mit LP-Charakter noch zwischendrin. Und damit sind wir durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachspielen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.